Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch heute eine Shop-Vorstellung und einen Farbauftrag für euch. Und zwar möchte ich euch den Shop 99 Nails vorstellen. Packe ich euch natürlich den Link zum Shop unten in die Infobox. Ich werde euch jetzt ein paar Infos zu dem Shop selber geben und dann werden wir natürlich ein paar Farben von dem Shop auftragen, denn der Shop hat mir ein paar Produkte für euch zur Verfügung gestellt, die ich für euch testen darf, auftragen darf. Es sind auch noch Aufbaugele dabei, die werde ich aber jetzt erstmal testen und dazu wird es nochmal ein separates Video geben. Ich habe jetzt einen Teil der Modellage schon drauf, deswegen, die werden jetzt gerade schon getestet und da wird es nochmal ein separates Video zu geben. Aber jetzt zum Shop selber. Und zwar, der Shop ist online seit Juli 2017. Alle Produkte in dem Shop von Gelen, Lacken etc. werden unter Einhaltung der Kosmetikverordnung in Deutschland hergestellt, also da könnt ihr euch sicher sein. Die Produkte werden auch regelmäßig in der Entwicklungsphase auch getestet und die Gele härten unter UV sowie auch unter LED-Lampen aus, also dafür sind sie super geeignet. Den Link, wie gesagt, zum Shop packe ich euch natürlich unten in die Infobox. Ihr könnt auch als Privatperson dort einkaufen, also auch ohne Gewerbeschein. Und ab September wird es für die Leute, die einen Gewerbeschein haben, beziehungsweise in dem Fall für die Gewerbekunden, exklusive Angebote in dem Shop geben. Deswegen könnt ihr da gerne mal reinschauen. So, das waren jetzt so die groben Infos auf jeden Fall zu dem Shop selber. Ich habe jetzt hier insgesamt 12 Farbgele, unterschiedliche Nuancen. Ich habe sie vorher schon aufgemacht. Ein Teil musste ich leider Gottes Namen aufrühren, also die Pastellfarben musste ich die Farben aufrühren. Da hat sich das Farbpigment unten abgesetzt, aber es geht eigentlich relativ schnell. Aber wir wollen natürlich wissen, wie sind sie von der Qualität her. Ich habe jetzt hier so ein Präsentationsdisplay extra für 12 Stück hergenommen, in klar, dass ihr auch seht, ob sie deckend sind oder nicht. Und dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich auch schon mit der ersten Farbe an. Ich hoffe, das Video wird nicht allzu lange. Deswegen, wenn es zwischendurch im Schnelldurchlauf läuft, tut es mir echt leid. Aber nicht, dass das Video einfach zu lang wird. Ihr wisst, was ich meine, weil irgendwann wird so ein Video halt dann auch mal langweilig. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ihr seht 99 Nails. Das ist jetzt das Farbgel Pastel Creme. Ich habe sie, wie gesagt, schon aufgemacht. Dieses Gel habe ich aufrühren müssen, da haben sich die Pigmente unten abgesetzt. Aber ich habe das Ganze im Vorfeld schon gemacht, dass sich das Ganze nicht so in die Länge zieht. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Farbe und tragen diese hier unten auf. So. Ich habe jetzt auch wenig Produkt genommen. Also hier seht ihr auch nochmal die Farbe an sich. Jetzt relativ wenig Produkt verwendet. Und verteile das Ganze jetzt. So. Jetzt gucken wir nochmal. Ihr seht von der Deckkraft her echt okay. Die Farbe ist eher so peachy. Also so ein Peach-Ton, aber trotzdem sehr schön. Es zieht sich auch sehr schön glatt. Wie gesagt, das wäre jetzt die Farbe Creme. Das Ganze härten wir jetzt schon mal aus. Und dann machen wir eigentlich mit der nächsten Farbe dann weiter. Den härten wir aus und dann machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Farbe. So, wie gesagt, das war jetzt das Pastell Creme. Dann machen wir natürlich weiter auch mit einem Pastellton und zwar die Farbe Pastell Alt Rosa. Diese habe ich auch aufrühren müssen. Ihr seht es an der Seite, setzt es sich ab. Da werde ich jetzt noch mal kurz aufrühren. Erstmal mit Pinsel reinigen. Werde das Ganze dann aufrühren. Ihr seht, hier am Rand hat sich es ein bisschen abgesetzt.
Aber ich habe das auch vor 4 oder 5 Stunden. Also von daher ist das dann okay. Wie gesagt, das ist diese Farbe hier. Das Ganze jetzt aufgerührt. Wir nehmen wieder unseren Tipp dazu und tragen jetzt das Ganze wieder auf. Ich hoffe, es fokussiert. Nehme ein bisschen Produkt auf. So. Und dann tragen wir das Ganze auf, weil die Farben sind sehr cremig, muss ich sagen. Und lassen sich auch schön verstreichen. Entschuldigung. Ich habe einen absoluten Frosch im Hals. Und ihr seht auch hier wieder die Deckkraft recht gut. Und das wäre jetzt, wie gesagt, der Cremeton. Das Ganze lassen wir auch wieder anhärten unter LED. Also ich habe nur LED-Lampen, deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt. Reinige nebenher wieder meinen Pinsel, dass das Ganze hier auch recht zügig vorangeht. Ihr könnt mir gerne mal hier oben in der Abstimmung, also hier mal mitmachen. Und zwar würde mich ganz arg interessieren, was sind eure Farbtöne? Auf welche Farbtöne steht ihr? Ich habe jetzt mal so grobe Farbtöne angegeben und würde mich natürlich freuen, wenn ihr da bei der Abstimmung mitmachen würdet. Ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsfarbe ist. Dann machen wir weiter mit dem Farbgel Rosa. Ups. Das ist dieser hier. So ein... wie soll ich das nennen, so ein Dupe-Ton, ja, wie gesagt, ich hole euch das Ganze jetzt hier hin, so, und den habe ich nicht aufrühren müssen, also es waren bis jetzt nur die Pastelltöne von den Farben, und ihr seht auch, ich habe wenig Produkt genommen, und die lassen sich ganz einfach schön cremig auf dem Tipp verteilen, und von der Deckkraft her seht ihr auch hier, super schön. Das wäre jetzt, wie gesagt, die Farbe Rosa. Und das Ganze lassen wir jetzt auch wieder aushärten. Also es sind einige Farben dabei. Ich habe auch extra Farben zum Teil genommen, die ich im Sortiment noch gar nicht habe, da ich ja letztens erst aussortiert hatte von anderen Firmen oder auch Farben, die ich schon ewig lang hatte, wo einfach über dem Verfallsdatum drüber hinaus waren und sich einfach ja nicht mehr schön waren. Dann machen wir als nächstes weiter mit einem ganz anderen Farbton, und zwar Schiefer. Ein richtig geiler Grauton. Ich sag's euch, ich fand den so genial und habe mir gedacht, der könnte euch auch gefallen. Jetzt sowieso zum Herbst oder so, oder wenn ihr verschiedene Designs machen möchtet, finde ich einfach so einen Grauton. Selbst einen Grauton zu mischen ist einfach schwierig, um ihn schön rauszukriegen. Wie gesagt, das ist jetzt hier der Grauton. Den tragen wir jetzt auch zusammen auf. Also die ganzen Farben habe ich, wie gesagt, nur aufgemacht. Ich habe die Farben noch nicht aufgetragen, deswegen ist die Deckkraft dann für mich auch quasi so First Impression quasi. So, das Ganze zieht sich wieder schön glatt. Und auch hier seht ihr Deckkraft sehr, sehr schön. Das ist jetzt, wie gesagt, dieser Schieferton. Ich finde, ein richtig geiler Grauton eigentlich. Es ist so eine Mischung zwischen, ja, Grau und also einem hellen Grau und so ein Schwarz. Also so ein mittleres Grau finde ich total geil. Also mir gefällt die Farbe total gut, deswegen musste die dabei sein, und ich habe mir gedacht, ihr würdet die Farbe auch so feiern wie ich, deswegen habe ich mir die quasi ausgesucht, um die euch zu präsentieren. Und dann als nächstes eine total ungewöhnliche Farbe, aber ich habe mir gedacht, für so einen NATO bzw. so einen Camouflage-Ton wäre das einfach ideal, und zwar ist das die Farbe Schilfgrün. Ja, es ist ein auffälliges Grün. Es ist eine Farbe, die ich mir sonst nie kaufen würde. Aber für Camouflage-Designs, selbst so ein Olivgrün oder halt ein Schilfgrün zu mixen, ist halt auch nicht so einfach.
Das Ganze tragen wir jetzt auch auf. Und ihr seht, es ist eigentlich richtig geiles NATO-Grün. Passt auch perfekt mit dem Grau zusammen. Und auch hier, es lässt sich wieder super cremig verteilen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis jetzt begeistert. Also, ihr seht die Farbe. Also, richtig, richtig schön finde ich eigentlich. Ich hoffe, es fokussiert jetzt. Also, es ist eine richtig geile Farbe. Und mit dem Grau in der Kombination, zum Beispiel für ein Camouflage, genial. Also, wirklich genial. Wie gesagt, das war die Farbe Schilfgrün. Jetzt kommen wir zu diesen eher lila Tönen. Das waren jetzt so zwei ausgewöhnliche. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen lila Ton. Und zwar ist der nächste der Farbton Jam. Das ist dieser hier. Der wirkt jetzt in der Kamera, glaube ich, rötlich, aber ist eigentlich so ein lila Ton. Auch den tragen wir zusammen auf. So. Auch hier wieder ein bisschen Produkt aufgenommen. Und hier auch wieder die Deckkraft. Super, super schön. Zieht sich von alleine glatt. Und ja, ihr seht es ja. Also super schöne Farbe. Das wäre jetzt, wie gesagt, die Farbe Jam. Ist eher so ein Pinkrot. Also. Ja, in der Kamera kommt es leider rötlich rüber, aber ist so ein Pinkrot. Wie gesagt, das ist die Farbe Jam. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Farbgel. Wir haben jetzt quasi Halbzeit, also 6 haben wir noch vor uns. Und zwar das Farbgel Plum. Ein dunkel, ja, Pflaumeton, wirklich Pflaumeton. Tue ich mir einmal so einen Präsentationstipp. So. Also ein wirklicher dunkler Pflaumenton. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie da die Deckkraft sein wird. Und den tragen wir jetzt auch wieder zusammen. Oh, ist das eine geile Farbe. Ich liebe so Farben. Genial. Obwohl ich sagen muss, von der Deckkraft her würde ich jetzt hier bei der Farbe, ihr seht, es ist eher wie so ein Glasgel. Also von der Farbe her eher wie so ein Glasgel. Aber das Ganze lassen wir jetzt mal kurz anhärten und gucken, wie das sich in der zweiten Schicht verhält. Würde ich sagen, weil das ist dann halt einfach, ja, um zu gucken, wie es da aussieht. Und dann werden wir das jetzt nochmal in einer zweiten Schicht auftragen und gucken, wie dann die Deckkraft ist. Also 30 Sekunden in der LED reichen aus, dass die Farben ausgehärtet sind. Und auch in der zweiten Schicht, man könnte es auch super, ihr seht es, als Glasgel verwenden. Aber auch die Farbe wird einfach intensiver, also richtig schöne Farbe. Ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Also eigentlich eine schöne Farbe, aber man könnte es auch als Glasgel verwenden. Also ich denke mal, wenn ihr da ein Make-up-Gel drunter habt, super Kombination. Und wenn ihr wirklich ein Clear-Design macht, ist es super als Glasgel. Ja? Wirklich als Glasgel. Deswegen, das ist die Farbe Plum. Dann machen wir weiter mit der Farbe Bordeaux Violett. Ups. Auch ein dunkler Ton, sieht ähnlich aus wie das Plum. Bin aber jetzt wirklich gespannt, wie das Ganze sich jetzt auch auf dem Nagel verhält. So, Pinsel reinigen. Präsentationstipp, wie gesagt, das ist die Farbe Plum. Und jetzt guck mal, wie sich das Bordeaux Violett verhält. Die habe ich auch nicht aufrühren müssen, die Farbe. So, und jetzt nehmen wir mal das Bordeaux Violett. Das ist, muss ich sagen, ähnlich, aber von der Deckkraft her um einiges besser. Also nichts mit Glasgel, sondern wirklich mit einer Schicht super deckend. Aber ihr seht vom Farbton her,
recht ähnlich, nur dass ihr hier halt, ihr seht hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, seht ihr den Rand? Oder hier, ja, den Rand, ich glaube, ich nehme einen Deckel, ich nehme einen weißen Deckel, dann sieht man es gleich besser. Hier seht ihr noch durch und hier halt gar nicht. So, aber vom Farbton her sind sie recht ähnlich, deswegen, wer ein deckenderes Ergebnis haben will, nimmt definitiv das Bordeaux Violett. Aber vom Farbton her sind sie ehrlich, nur halt vom Auftrag her sind sie halt unterschiedlich. Also das Plum ist eher durchlässiger, was sich auch als Glasgel verwenden lässt, und das Bordeaux Violett ist mit einer Schicht super deckend. Also je nachdem, was ihr sucht, aber vom Farbton her sehr, sehr ähnlich. Ihr habt es gerade selber gesehen, deswegen je nachdem, was ihr sucht, habt ihr da auf jeden Fall zwei Alternativen für euch. Dann, ich weiß oder ihr wisst, dass ich kein Rot mag. Ich habe mir aber trotzdem ein Rot bestellt, und zwar ein klassisches Rot, und zwar das Red Elegance. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Nehme das, den Präsentationstipp wieder raus, und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze jetzt hier verhält, weil Rot ist ja immer ein bisschen schwierig, auch mit dem Aushärten. Und ja, trage das Ganze jetzt mit euch auf. Oh, wow, also das ist, wow. Ich habe jetzt verdammt wenig Produkt genommen und das Ding ist ja sowas von pigmentiert. Wahnsinn. Also da muss ich echt sagen, Hut ab, Chapeau, Chapeau, also... Na, ihr seht die Farbe. Also ist eigentlich echt geil, ne? Also ist nicht schlecht, obwohl ich ja echt kein Rot-Fan bin, aber ich glaube, für Weihnachten, so als Coca-Cola-Nägel, ist das der perfekte Rotton. Also nicht schlecht. Also wie gesagt, das ist der Farbton Red Elegance. Dann tun wir natürlich wieder den Pinsel reinigen. Und jetzt kommen quasi die letzten drei Farben, die ich euch präsentieren möchte von dem Shop. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang für euch. Ich habe es echt versucht, kurz zu halten, aber ihr wisst ja, wie das ist. So, und zwar machen wir jetzt mit einem Blauton weiter. Und zwar das Snorkel Blue. Ich habe die Farbe gesehen und ich muss sagen, gut, was hier passiert ist, und zwar... Wo ich das Ganze aufgemacht habe, war an der Seite schon ein bisschen was rausgedrückt. Es war wahrscheinlich ein Montagsprodukt oder so, aber an sich die Farbe, ich habe sie nicht aufrühren müssen, nix. Und bin jetzt natürlich auch gespannt, wie deckend sie ist oder ob sie auch überhaupt deckend ist. Also wir tragen das Ganze, wie gesagt, zusammen wieder auf. Das ist das Schnorkel Blue. Und ja, da kann man es dann auch mal verschmerzen, dass das halt leider Gottes Namen ein Montagsprodukt war. Und an der Seite ein bisschen was rausgelaufen ist, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Es muss ja nicht bei allen so sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Farbe überzeugt mit ihrer Deckkraft, mit ihrem Farbton. Also von daher kann man das bisschen hier an der Seite, glaube ich, echt verschmerzen. Und ja, härten das Ganze auch wieder aus. Die anderen hole ich verflixt. So, habe ich natürlich wieder was gemacht. Hab den Tipp reingelegt und ein anderer Tipp hat sich quasi drüber gelegt und zack, war eine Macke in dem Ganzen. Und ja, ganz großes Kino. Wie gesagt, Schnorkel Blue. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den letzten beiden, was auch so, also es wird nochmal ein Blauton sein und dann nochmal ein Effektgel, weil nicht, dass es euch zu langweilig wird. So, nochmal reinigen. So. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Caribbean. Und zwar, wie es schon die Farbe sagt, ich finde die Farbe so geil. Vor allem, es ist mal ohne Glitzerpigmente, sondern wirklich ein Türkisblau ohne Glitzerpigmente. Weil die meisten, wo Caribbean heißen, sind meistens mit irgendwelchen Glitzerpigmenten, was mich tierisch nervt. Deswegen, ja, bin ich ganz froh, dass ich die Farbe hier gefunden habe. Wir tragen sie auch wieder auf. Ihr seht auch hier die Deckkraft, die Blautöne, super schön. Ich habe hier auch nichts aufrühren müssen.
an den Farben. Es waren wirklich nur hauptsächlich die Pastellfarben und halt das Schiefer. Nee, Schiefer, Schilf, eins von den beiden halt, musste ich halt leider Gottes Namen aufrühren. Aber ihr seht auch hier die Deckkraft, ich hole euch das näher ran. Na, super schön. Deswegen eine absolute Highlight-Farbe. So, jetzt wird der Pinsel ein letztes Mal gereinigt und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum Effektgel. Da habe ich mir überlegt, was relativ Neutrales zu nehmen, was man über jede Farbe hier drüber geben kann, sei es bei den dunklen Farben oder sei es auch bei den knalligen Farben, wo einfach in der Farbkombination keinen Unterschied macht. Und zwar ist es das Frozen Atom Gel, das Snowflake. Und ihr seht schon, eigentlich ein richtig, richtig schönes Gel. Und das Ganze tragen wir jetzt natürlich auch wieder zusammen auf. Ihr seht schon, von der Konsistenz her ist es ein bisschen zähflüssiger wie die anderen. Aber hier lässt es sich auch recht gut auftragen. So. Also wirklich, es zieht sich auch, obwohl es so fest ist, zieht es sich für seine Verhältnisse relativ gut glatt. So, das Ganze sieht dann jetzt so aus. Klar, es ist eher so ein Effektgel, also ihr seht noch durch, aber ich finde die Farbe an sich und der Schimmer richtig schön. Erinnert mich fast an eine Meerjungfrauenpigment, aber hier sind auch noch blaue Partikel mit drin. Das Ganze lassen wir jetzt, wie gesagt, aushärten. Und dann wären wir eigentlich so im Großen und Ganzen durch mit den Farben. Wie gesagt, für die Aufbaugele wird es nochmal ein separates Video geben. Und falls es ihr noch nicht bemerkt habt, von der Beleuchtung her, ich habe mir dort auch eine Tischlampe bestellt, beziehungsweise die habe ich mir dazu gekauft. Die ist auf meine eigenen Kosten gegangen. Und zwar werde ich da vielleicht nochmal ein Video zu machen, aber ja, wie gesagt, gucken wir mal. Wenn ihr Interesse daran habt, welche ich habe, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann mache ich für euch nochmal ein Video zu der Lampe an sich und zeige sie euch in der Funktion etc. So, jetzt machen wir mal einen Teil der Gele hier einfach mal hinstellen. Wie gesagt, wir haben jetzt das soweit alles durch. Dann haben wir einmal hier die Tipps, die ich euch jetzt hier noch mal auffädel. So. Und die letzte Reihe. So. Also. Wie ich gerade sehe, härtet das Rot nicht so aus, wie ich das gerne wollen würde. Das hat mir nämlich jetzt mal dezent eine Farbe versaut. Ganz großes Kino. Also das Rot braucht länger wie 30 Sekunden, merke ich gerade. Aber ist ja nicht schlimm. So, ich cleane das Ganze jetzt mal ein bisschen ab. Hier, nicht, dass da noch mehr Unfälle passieren. Ja, also ihr seht, das Rot färbt noch gut nach. Deswegen, naja, ist ja nicht schlimm. Aber das hat ja Rot so an sich. Also ich habe ja grundsätzlich Probleme mit Rot. Aber ich bin ja auch kein Rot-Fan, ne? Davon mal ganz abgesehen. Also, hier nochmal die Farben im Ganzen. Ihr habt hier einmal die Pastellfarben. Dann das Schiefer und die Rottöne. Und die Blautöne. Ja, also richtig schöne Farben eigentlich, und ja, ihr könnt euch ja mal gerne ein eigenes Bild drüber machen. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Schaut gerne mal in dem Shop nach, also sie haben auch eine wahnsinnige Farbauswahl. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, ich habe da ewig gebraucht durchzugucken. Wie gesagt, die haben eine wahnsinnige Farbauswahl. Der Link ist unten in der Infobox und ich danke auch nochmal 99 Nails für das Sponsoring, beziehungsweise dass ich die Farben für euch testen und auftragen durfte. Und ich danke euch jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.